Selbstbestimmt reisen. Menschen mit Behinderung stoßen dabei oft auf Hindernisse. Die Stadt Erfurt will ihre Sehenswürdigkeiten für jeden erreichbar machen. Im 6000 Quadratmeter großen Egerpark ist das bereits gelungen. Sein weitestgehend barrierefreies Wegenetz umfasst mehr als 20 Kilometer. 1961 wurde dieser Landschaftsgarten im Norden Erfurts gegründet. Die Farbenpracht der 11 Themengärten zieht jedes Jahr mehr als 400.000 Besucher an. Mitten in der historischen Altstadt liegt der Anger, seit dem 14. Jahrhundert einer der größten Plätze der Stadt. Die Gebäude rund um den mittelalterlichen Marktplatz vereinen Baustile mehrerer Jahrhunderte und erzählen vom einstigen Reichtum der Handels- und Kaufmannsstadt. Barrierefreiheit ist seit mehr als 10 Jahren erklärtes städtebauliches Ziel Erfurts. Auch Menschen mit Behinderungen sollen problemlos am öffentlichen Leben teilnehmen können. Für eine der größten Mittelalterstädte Deutschlands ein ambitioniertes Vorhaben. Etwa dann, wenn man sich auf den Spuren Martin Luthers bewegt. Der berühmte Reformator kam Anfang des 16. Jahrhunderts nach Erfurt. Eine seiner Wirkungsstätten war das Kloster der Augustiner-Eremiten. 1505 trat Luther in den Orden ein. Die Kirchengebäude stammen in Teilen aus dem 13. Jahrhundert. Für Menschen mit Behinderung eine echte Herausforderung. Denn Barrierefreiheit hört auf, wo der Denkmalschutz an erster Stelle steht. Die Dauerausstellung zum Leben Martin Luthers ist jedoch auch für diejenigen gut erreichbar, die im Rollstuhl unterwegs sind. Die Exponate zeichnen den Lebensweg Luthers in Erfurt nach. Ein Highlight der Ausstellung, sein rekonstruiertes Studierzimmer. In der Michaeliskirche hat der Reformator im Jahr 1522 gepredigt. Ihr Innenhof gilt als bedeutendstes Werk spätgotischer Baukunst in Erfurt. Einige der Grabmäler stammen noch aus dem 15. Jahrhundert. Ganz in der Nähe steht die alte Synagoge, die älteste erhaltene Mitteleuropas. Bereits im 14. Jahrhundert wurde die jüdische Gemeinde Erfurts durch ein Pogrom vernichtet. Auf 3 barrierefrei zugänglichen Ausstellungsebenen erfahren Besucher mehr über die jüdische Geschichte der Stadt. Einzigartig ist der Schatz eines jüdischen Kaufmanns aus dem Mittelalter. Die Schauplätze der Erfurter Geschichte sollen für jeden erfahrbar sein. Die Stadt bietet deshalb individuelle Führungen an, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Teilnehmer, zum Beispiel in Gebärdensprache. Auch das gehört zur Barrierefreiheit. Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten Erfurts zählen die zahlreichen Renaissancehäuser, wie etwa das Haus zum Breiten Herd, errichtet im Jahr 1584. Auch den Bedürfnissen sehbehinderter Gäste möchte Erfurt gerecht werden. Ein Beispiel: ein mit Blindenschrift versehenes Modell der Altstadt. Wahrzeichen der Stadt sollen auch für blinde Menschen erfahrbar sein. Allen voran die berühmte Krämerbrücke. 1325 wurde die mit Fachwerkhäusern bebaute Brücke fertiggestellt. Zahlreiche kleine Läden laden hier zum Stöbern ein. Bestandteil einer Führung ist der Besuch in einer Schokoladenmanufaktur. Hier kann man die Krämerbrücke auch mit anderen Sinnen erleben. Genau. Um die Besonderheit des Bauwerks auch für blinde Menschen verstehbar zu machen, geht es als nächstes ans Ufer der Gera. Über ihr Wasser führt die Krämerbrücke seit mehr als 600 Jahren. Im Mittelalter war sie Teil einer Handelsroute. Ein anderes Wahrzeichen Erfurts ist der Mariendom. Mehr als 1200 Jahre umfasst die Geschichte dieser Bischofskirche.
Für eine der größten Mittelalterstädte Deutschlands ist die Barrierefreiheit eine große Aufgabe. Erfurt hat sich ihr gestellt und viel gelernt von den alltäglichen Erfahrungen behinderter Menschen. Heute gehört die Domstadt zu den Vorreitern der Barrierefreiheit in Deutschland, wenn es auch hier noch jede Menge zu tun gibt.